Vielen Dank, Frau Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wenn man dieser Bundesregierung zuhört, dann ist ja alles wunderbar. Jedes einzelne Mitglied der Bundesregierung und die Abgeordneten der Regierungsfraktionen erzählen uns in blumigen Worten, wie viel Geld nicht zusätzlich für welche Wohltaten auch immer ausgegeben werden. Dabei wird aber eines übersehen, dieses Geld ist im österreichischen Staatshaushalt gar nicht vorhanden. Denn diese Bundesregierung bringt seit Jahren das Kunststück zusammen, viel, viel mehr Geld auszugeben, als es einnimmt. Und selbst Rekordeinnahmen, wie der Finanzminister durch die Teuerung im heurigen Jahr hat, reichen nicht aus. Fürs nächste Jahr sind erneut 21 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Und wenn sich diese schwarz-grüne Bundesregierung dann hoffentlich spätestens im Herbst nächsten Jahres endlich in den meistverdienten Ruhestand verabschieden wird, dann wird sie der österreichischen Bevölkerung einen zusätzlichen Schuldenrucksack von ungefähr 105 Milliarden Euro hinterlassen haben. 105 Milliarden Euro, was bedeutet das für den einzelnen Bürger in Österreich? Wenn man jeden einzelnen Einwohner in Österreich hernimmt, vom Neugeborenen bis zum Greis, hat am Ende der schwarz-grünen Regierungsperiode jeder ca. 12.000 Euro mehr Schulden als vorher. Und ob es uns jetzt dann besser geht als vor 5 Jahren oder schlechter, das kann, glaube ich, jeder selbst beurteilen. Aus meiner Sicht ist die Entwicklung in diesem Land in den letzten Jahren leider Gottes eine sehr, sehr schlechte gewesen. Und leider ist der Herr Finanzminister nicht mehr da, aber das ist der Unterschied zwischen einer freiheitlichen Budgetpolitik und überhaupt einem freiheitlich-politischen Ansatz und dem, was diese Bundesregierung hier macht und auch was die SPÖ in diesen Räumlichkeiten hier immer fordert. Es geht nicht darum, möglichst viel Geld auszugeben, um ein bisschen was zu erreichen, sondern es geht darum, mit möglichst wenig Mitteln, möglichst effizient, mit den richtigen Gesetzen und Rahmenbedingungen möglichst viel zu erreichen in diesem Land. Das ist der große Unterschied zwischen Ihnen, Herr Bundesminister, und uns aus der FPÖ. Aber kommen wir zum Gesundheitssystem, und es ist natürlich offensichtlich, wir haben im Gesundheitssystem durch die versäumten Reformen und die Reformresistenz des Systems der Vergangenheit großen Reformbedarf. Das hat begonnen mit der Arbeitszeitrichtlinie, die vollkommen verschlafen wurde in der Umsetzung und zu einer starken Mehrbelastung in den Spitälern geführt hat. Das hat mit dem katastrophalen Krisenmanagement während der Corona-Zeit zu tun gehabt, wo man zwar die Helden des Alltags beklatscht hat, aber auf die Probleme nicht eingegangen ist, wo man die Mitarbeiter mit überschießenden Hygienemaßnahmen schikaniert hat, wo man die große Teile der Belegschaft abgesondert hat und die anderen entsprechend überlastet hat, mithin zu nachsteigen bis in den privaten Bereich mit Disziplinarverfahren und Ähnliches, wann einer auf seiner Homepage, auf seiner privaten, sich irgendwo kritisch gegen den Spitalsbetrieb geäußert hat und vieles mehr. Und die Konsequenz ist, dass gerade auch in den rot geführten Bundesländern die Spitäler Abteilungen schließen müssen, dass das Wort Gefährdungsmeldung, ich habe das schon öfter gesagt, ein Unwort des Jahres ist, weil so viele Gefährdungsmeldungen wie im letzten Jahr zum österreichischen Gesundheitssystem seit 1955 nicht gegeben. All das Verdienste dieser Bundesregierung und aber auch der mitverantwortlichen Länder. Man hat alles getan, um das Personal zu vergraulen, über 10% der Abteilungen und Betten, wie gesagt, geschlossen. Und jetzt kommt der Gesundheitsminister mit der angeblich größten Gesundheitsreform aller Zeiten. Und was macht er? Er kippt noch mehr Geld in das System, ohne es tatsächlich zu reformieren. Ja, ganz im Gegenteil, er verschlimmbessert das Ganze auch noch, indem er auf die bestehenden Strukturen noch eine Finanzierungsebene draufsetzt. Genau das Gegenteil von dem, was Sie ursprünglich proklamiert haben, Herr Minister. Sie sind angetreten und haben gesagt, wir müssen in Richtung Finanzierung aus einer Hand kommen. Was haben wir jetzt? Jetzt setzen Sie sich als 13. Spieler zu den Ganzen noch dazu und glauben, dass die Finanzierung einfacher wird. Sie wird es natürlich nicht. Sie haben auch Ihre Versprechungen, dass kein einziger Euro fließen wird, ohne dass es verbindliche Ziele und Sanktionen geben wird, auch nicht einhalten können. Auch da sind Sie in den Verhandlungen über den Tisch gezogen worden. Es wird keine Sanktionen geben und das, was da an Zielen bisher vereinbart ist, auf das warte ich noch, dass es wirklich schriftlich festgelegt wird. Aber das, was Sie ursprünglich vorgehabt haben, das ist leider Gottes in weiter Ferne. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie erfolgreicher sind. Die Realität schaut leider traurig aus. Und was machen Sie jetzt? Was machen Sie jetzt mit den zusätzlichen Mitteln? Ich habe es eh schon angesprochen. 600 Millionen Euro fließen in die Spitäler. Wofür genau? Ursprünglich hat es geheißen, für den Ambulanzbetrieb. Mittlerweile dürfen es die Spitäler offensichtlich für alles verwenden. Ich wage zu bezweifeln, dass es für ein einheitliches Gehaltsschema, dass es für einen einheitlichen Stellenplan, dass es für eine Anerkennung von Vordienstzeiten für medizinisches Personal verwendet wird. Ich befürchte, es verpufft in den Strukturen drinnen.
Und es löst auch einen vollkommen falschen Lenkungseffekt aus, weil für den niedergelassenen Bereich haben Sie gerade einmal 300 Millionen Euro für die Sozialversicherung vorgesehen, also gerade einmal die Hälfte. Dabei wollen wir ja eigentlich eine Umlenkung der Patientenströme aus dem Spitalsbereich in den niedergelassenen Bereich. Sie setzen hier die vollkommen verkehrten Anreize. Und das, was Sie im niedergelassenen Bereich machen, Ihr Marketing-Gag von den 100 zusätzlichen Kassenstellen, auch das wird sich als Rohrkrepierer erweisen. Weil Sie schaffen auf der einen Seite 100 hochsubventionierte neue Stellen, dafür werden dann auf der anderen Seite 200 bis 300 Kassenstellen unbesetzt bleiben, weil Sie keine Ärzte mehr finden, die sich in dieser Situation noch um einen Kassenantrag bewerben wollen. Das werden Sie erleben. Es wird kaum ein Arzt mehr bereit sein, einen normalen Kassenvertrag aufzunehmen, wenn er nicht zusätzlich hoch subventioniert wird und wo noch dazu die Gefahr besteht, dass ihm jetzt dann von der ÖGK oder von anderen Trägern ein Ambulatorium oder eine andere zentrale Einrichtung, ein Primärversorgungszentrum vor die Nase gesetzt wird und seine ganzen Investitionen in seine privatwirtschaftlich geführte Ordination obsolet sind. Das sind die berechtigten Sorgen der Ärztekammer, die sie nicht ausräumen können und die sie mit ihrem Subventionsprogramm, was sie hier jetzt im Gesundheitssystem beschließen, noch verstärken. Das heißt, sie erreichen genau das Gegenteil von dem, was sie permanent proklamieren. Das, was Sie als Reform bezeichnen, ist bestenfalls eine Verschlimmbesserung. Und da habe ich gar keine Zeit mehr, noch auf die anderen Bereiche einzugehen, weil die versprochenen Reformen im Bereich des MTD-Gesetzes, im Bereich des Sanitätergesetzes, im Bereich der Ausbildungsreform für die Ärzte, dass uns die jungen Mediziner nicht alle ins Ausland davonrennen, sondern in Österreich bleiben, all das sind Sie schuldig geblieben. Für all das sind auch keine weiteren Mittel vorgesehen. Dabei würden wir Sie genau für diese Bereiche auch benötigen. Und ein kleiner Lichtblick ist da, dass Sie zumindest die unsägliche Wirkstoffverordnung mit dem Ökonomiegebot, was zu einer massiven Problematik in der Arzneimittelversorgung in Österreich geführt hat, zumindest das haben Sie auf Druck der Ärztekammer abgeblasen. Aus den falschen Gründen, aber mit der richtigen Konsequenz, dass das nicht kommt. Allerdings bräuchten wir natürlich trotzdem noch die Erweiterung des Notfallparagrafen und viele andere Dinge. Ich habe schon mehrere Anträge eingebracht, die ja alle vertagt worden sind. Ich versuche es in einem neuen Anlauf, wo ich alles zusammengefasst habe. Und deshalb bringe ich mit folgenden Kollegen, wer ist noch alle mit dabei, bringe ich einen Antrag betreffend echte Gesundheitsreform statt Verschlimmbesserung der Struktur und der Versorgung im österreichischen Gesundheitswesen jetzt ein. Die unterfertigten Abgeordneten stellen folgenden Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die folgende Maßnahmen im österreichischen Gesundheitswesen organisatorisch, personell und finanziell umfasst. Evaluierung des Personalbedarfs auf allen Ebenen des Gesundheitswesens, finanzielle Fairness gegenüber allen Mitarbeitern im Gesundheitswesen, Entbürokratisierung, Kompetenzerweiterung in den Berufsfeldern des Gesundheitswesens, Weiterbeschäftigung älterer Kassenärzte und Erweiterung der Ausbildung, bundesweit einheitliches Stipendiensystem bei der beruflichen Ausbildung, Einbindung der Wahlärzte ins Kassensystem und Aufhebung des Doppelbeschäftigungsverbots, Erhalt der Möglichkeiten für behandelnde Ärzte auch weiterhin legeartes Behandlungen in den einzelnen Krankenanstalten an schwerkranken Patienten vorzunehmen, ohne das Gesundheitsökonomen in einem Superboard über Medikation und damit Leben und Tod entscheiden, Anpassung des Arzneimittelspannungssystems zugunsten der österreichischen Vertriebsebene und Erweiterung des Notfallparagrafens, um die Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten. Das ist einmal zumindest die wesentlichen Punkte, die dringlich umgesetzt werden könnten, Herr Minister. Ich hoffe, wir werden in der nächsten Ausschusssitzung ausgiebig darüber diskutieren. Noch ist es nicht zu spät. Wir können die Dinge noch ändern. Wenn Sie den Weg mit uns gemeinsam gehen, dann haben wir noch eine Chance, das Gesundheitssystem nicht den Bach runtergehen zu lassen. Vielen Dank. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht daher mit in Verhandlung. Nächster Redner, Herr Abgeordneter Josef Smolle. Der Gesundheitssprecher der ÖVP.